Immer mehr Menschen ziehen in die Städte, wo die Infrastruktur gut ausgebaut ist. Wir entfernen uns zunehmend von den Orten, an denen unsere Nahrung produziert wird. Und wir stehen vor einem anderen Problem. Wie können wir in Zukunft alle Menschen auf diesem Planeten ernähren? Dr. Michael Lakatos forscht an der Hochschule Kaiserslautern an der Vision einer Stadt der Zukunft. Fassaden als Agrarflächen. So heißt auch das Projekt am Standort Pirmasens. Wir gehen davon aus, dass wir im Jahre 2050 ungefähr 10 Milliarden Menschen auf der Erde haben. Momentan haben wir ja 7 Milliarden. Und schon jetzt stehen diese ganzen Agrarflächen in Konkurrenz. Zum Beispiel mit den Städten, die wachsen, mit anderen Produzenten, mit einer zunehmenden Verödung auch von Land. Und wir haben gesagt, das können wir vielleicht ändern. Und vielleicht mit ganz anderen Organismen, nämlich in diesem Fall mit Mikroalgen. Diese anderen Arten von Pflanzen können auch auf Dächern und an Hauswänden wachsen, auch mitten in der Stadt. Mikroalgen werden schon lange genutzt. Im Wasser lebende Organismen sind empfindlich und müssen nach der Ernte getrocknet werden. Die 97% Wasser werden dabei von den 3% Pflanzen getrennt. Die Forscher in Pirmasens gehen zum ersten Mal einen anderen Schritt. Sie nutzen Organismen, die im Trockenen leben. Im trockenen Zustand halten sie höhere Temperaturen aus, wie sie entstehen können, wenn die Sonne auf eine Fassade scheint. Und sie sind weniger empfindlich. Und daran arbeiten wir gerade, dass wir also Reaktoren in Kombination mit den terrestrischen Mikroalgen entwickeln, die freistehen können, die an der Fassade angeflanscht sind oder die tatsächlich in die Fassadentechnologie integriert sind, wo man zum Beispiel Abwärme, Abluft und so weiter mit nutzen kann, damit die Algen besser wachsen. Ähnlich wie Solarzellen können die Algenfelder an Häuserfassaden positioniert werden. Wenn man ganze Stadtteile damit bestückt, erhält man einen deutlichen Effekt. Die Vision ist, dass ganze Städte auf diese Art begrünt werden können. Was nutzt mir das als Hausbesitzer zum Beispiel? Ja, das ist vielleicht so eine Art Vorstufe zu den Photovoltaikanlagen oder den Solarthermieanlagen. Da hat man ja früher auch immer gedacht, das wird sich nie rechnen. Heute hat fast jedes Haus eine Photovoltaikanlage. Und man kann durchaus diese Reaktoren dann an die Westseite oder an die Ostseite oder sogar an die Nordseite, würden sie wachsen, anbringen. Und dann könnten wir da direkt die Algen ernten und essen zum Beispiel. Die Flächen von Hausfassaden und Dächern in Großstädten können genutzt werden, um dort Algen anzubauen. Das begrünt die Häuser, reinigt die Luft von Abgasen und gleichzeitig werden keine weiteren Flächen für Felder benötigt. Diese Algen können wir zum Beispiel direkt als Lebensmittel verkaufen. Ein Algengericht, wie es die Forscher ernten, wird genauso in China traditionell zum Jahreswechsel gegessen. Aber man kann auch noch mehr Lebensmittel daraus herstellen. Auch Gummibärchen werden aktuell schon aus Algen gemacht. Bei einer wachsenden Bevölkerung wird sich die Ernährung der Zukunft zwangsläufig etwas verändern müssen. Wie könnte die in einigen Jahrzehnten aussehen? Ja, die Nahrungsproduktion muss natürlich, hat immer weniger Platz zur Verfügung, produziert zu werden. Das heißt, man muss platzeffiziente Nahrungsmittel produzieren. Das heißt aber auch vielleicht mal über andere Nahrungsmittel nachdenken. Also zum Beispiel Insekten, die schwarze Soldatenfliege ist da gerade groß im Kommen, wird erforscht, inwieweit man die Proteine davon nutzen kann. Es gibt Hamburger, die sind aus Insekten produziert worden, schmecken lecker, leicht nussartig. Aber Zwischenfrage, ich esse da nicht die ganzen Insekten mit, sondern nur Proteine, die im Insekt drin waren. Also ich sehe das Insekt nicht, oder? Richtig, richtig. Also daraus werden dann die Proteine extrahiert. Cyanobakterien wie in den Gläsern der Labore können auch in den Boden unter Weinreben gegeben werden. Sie speichern Feuchtigkeit und geben sie nur langsam wieder ab. So kann vermieden werden, dass Weinreben zu viel Wasser auf einmal erhalten. Vor allem aber sind sie eine Lösung für langanhaltende Trockenphasen, die in diesen Jahren zunehmen und den Rieslingpflanzen oder Obstbäumen zu schaffen machen. Wenn man hört, wie ergiebig die neue Art der Nahrung sein kann, die in den Laboren der Hochschule erforscht wird, sieht man traditionelle Getreide schon fast aussterben. Ob es so kommt? So ein Weizenfeld produziert in einem Jahr auf einen Quadratmeter 600 Gramm Weizen. Wir produzieren auf demselben Quadratmeter fast das 500-fache. Das heißt, wir nutzen diesen
diesen einen Quadratmeter wesentlich stärker, auch dadurch, dass wir länger produzieren können, also nicht nur ein halbes Jahr, aber wir verlieren auch keine Energie, indem wir diese Energie in Wurzel, Blätter oder Halme investieren, sondern das wird komplett, die Sonnenenergie und das CO2, was fixiert wird, geht komplett in die Alge. Der Anbau von Lebensmitteln muss effektiver werden. Weniger Platz für mehr Menge. So können wir es hinbekommen, mit immer mehr Menschen auf unserem Planeten zu leben. Wir müssen uns nur immer darüber im Klaren sein, dass sich Gewohnheiten ändern und offen für die Zukunft sein. Sie kommt sowieso, aber wir können sie frühzeitig sinnvoll gestalten.